Moin moin, liebe Freunde, da machen wir auch gleich mal weiter. Der nächste Tag beginnt. Hier, die Löcher lassen wir mal offen, so mit den Dingern da dran. Da kommen ja bestimmt gleich die Hasis raus. Hier haben wir noch zwei in der Tasche, die wir auch mal umnieten könnten. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gemacht. Oh, da hat er geschlafen, jetzt ist er tot. Jetzt habe ich inzwischen herausgefunden, wofür dieses Grüne hier steht. Das ist die Haltbarkeit, sozusagen. Wie lange das Essen noch gut ist. Und damit man dieses Essen länger frisch hat, sollte man sich erstmal eine Science Machine machen. Dafür bräuchte ich erstmal ein Gold. Jetzt hier das Gold mal rausnehmen. Zack. Science Machine. Vielleicht hier irgendwo hin. Vielleicht so da. So, wie war das? Ach so, ja, damit. Und dann jetzt gucken wir mal. Wo könnte das sein? Bei Nahrung vermute ich auch einfach mal. Cockpot. Nein, Crockpot. Das ist sozusagen der Kochtopf, würde ich mal vermuten. Zack, die sind alle da drin. Trottel. Yam, yam, yam. Da brauchen wir Charcoal, da müssen wir erstmal alles anzünden. Icebox, genau. Da brauchen wir Cutstone, Gold Nuggets und Bretter. Das heißt, use Alchemy Engine to... Wuss. Kann ich das jetzt hier nicht erforschen? Ach, Alchemie. Okay. Fuck. Da brauche ich das Ding. Das heißt also erstmal, dass wir uns noch ein bisschen auf den Weg machen sollten. Eine Rüstung habe ich. Waffe habe ich hier auch. Pass mal auf, Leute. Wir packen mal was weg. Futter haben wir hier. Ich packe erstmal das Zeug hier weg. Jo, das brauchen wir nicht. Steine haben wir hier. Bretter müssen wir uns unterwegs noch schlagen. Das haben wir, das haben wir. Ich esse erstmal das. So, zack. Und wir machen es mal ein bisschen auf die Suche. Indem wir die Karte noch weiter erforschen. Ich sehe oben halt... Ja, ich könnte natürlich hier einmal runterlaufen, da gucken. Oder aber wir laufen erstmal... Ah, guck mal an. Geh weg, das ist meins. Wir könnten noch erstmal dem Weg folgen. Könnte ich mir ein Lagerfeuer bauen? Nein, dafür müsste ich Holz schlagen. Das kriegen wir aber hin. Ich hoffe mal, dass der Weg nicht zu weit auseinander oder nicht zu lang ist. Nee, das geht. Wunderbar. Wonach sieht das hier aus? Ich glaube... mal sehen. Also es ist hier so ein bisschen kaputt. Oh ja, super! Hier gleich am Anfang ein Steinbiom. Eine Steininsel. Mit den großen Steinen. Zumindest teilweise hier viele Steine. Ja, meinetwegen. Hier zack, 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 zack. Erstmal alles einsammeln, damit wir Steinvorrat haben. Steinvorrat, super wichtig. Also das kann empört wichtig sein. Ich habe auch keine Ahnung. So, zack. Hau den Lugas. Oder wen auch immer. Schön wäre es, wenn wir hier noch, aber ich glaube nicht, in diesem Steinteil, da sind eher die Tallbirds. Und eher keine Büffel. Büffel könnten wir auch sehr gut gebrauchen. Also erstmal hier ein bisschen Steinchen sammeln. Oh ja, sehr gut. Wir müssen auf die Zeit achten. Das ist ja nicht so weit weg, unser Lager. Aber trotzdem. Zack. Hier auch nochmal ein bisschen Gras mitgenommen. Aber nur für den Eigenverbrauch. Nur für den Eigenverbrauch. Ganz klar. So, zack. Ab in der Hand. Gras eindeutig nur für den Eigenverbrauch. Wie seht ihr das mit den Drogen? Oh, oh, Schweincheninsel. Juhu, hier sind auch Schweine. Ich habe das Spiel noch nicht so oft gespielt, ja. Und ich habe bisher noch nie ein einziges Schwein getroffen. Wie cool. Hallo. Hallo, Kumpel. Ha. Danke. Und ich habe die anderen Sachen nicht mit. Verdammt. Sehr cool. Also, wenn wir Code brauchen... Who are you? I can give you code, if you like. Pass mal auf, ich gebe dir einen Samen. You back off. Hier, Junge, ich mag dich. Bist doch mein Kumpel. Sei mein Freund. Mein kleines Schweinchen. I eat food. Ah, die wollen... Oh, oh, es wird dunkel. Okay.
ob ich das noch schaffe. Ich habe hier hinten noch die Möglichkeit. Ich habe kein Holz. Ich habe kein Holz. Oh nein, wir werden alle sterben. Oh oh. Ist das hier ein Sümpfchen oder was ist das? Oh, es ist gleich Nacht. Ich kann mir gleich ein Lager hier bauen. Ich glaube, ich werde auch eins machen. Ein großes Lager. Und zwar direkt hier vorne bei der Hütte. Die Hütte werden wir auf jeden Fall mal uns sozusagen hier markieren. Ist nur ein Schweinchen, aber wo schon mal ein Schweinchen ist, das ist schon mal prima. Bauen wir sie hier hin. Direkt hier an die Kreuzung. Zack. Ach ja, das ist ja schön. So, es wird Nacht. Was ist das? Pick up Seed. Sehr gut. Oh, sogar noch mehrere. Sehr gut. Okay, was habe ich denn hier? Ich habe einmal Kot. Ich habe hier sogar noch ein bisschen was zum Abbauen. Das heißt, ich kann die Nacht nutzen effektiv. Ist das nicht cool von mir geplant? Er ist ja so überlegt, der Otaldo. Mann, Mann, Mann. Nein! Geht weg! Ich mag euch nicht. Geht weg! Hört auf! Ich mag die Spinnis nicht. Ich mag nur Schweine. Aber für die Schweinis brauche ich... Für die Schweinis bräuchte ich Fleisch. Damit die mich mögen. Oh, was ist das? So. Oh, it's so dark, it's so dark, it's so dark, it's so dark. I can see you again. Okay. Okay. Thank you. Okay, wie sieht's denn aus mit dieser Maschine hier? Wir brauchen Bretter. Bretter kriegen wir. Wir hauen hier mal die Bäume ab. Und ich sollte mir einfach mal direkt eine Schaufel aufmachen. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja, ist sehr witzig, Otaldo. Sehr witzig. Ich habe ja auch schon eine Gold... Ich könnte auch eine Goldaxt machen. Die habe ich ja auch schon erforscht. Horst. Oh, oh, oh. Holz, 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 Holz. Okay, das war unnötig, der zweite. Ich werde mir gleich auf jeden Fall eine Goldaxt machen. Essen habe ich noch genug. Da können wir gleich Karotten essen, Mörmel und hier den ganzen Kram. Nachts auf jeden Fall nutzen, Nahrungsmittel zu verkochen. Und wie mir der Matzi auch schon sagte, könnte es durchaus sein, dass diese verdammten Viecher, die, wie heißen sie? Diese Hunde, die Hundis, dass die auch schon gleich zwischen der zweiten und sechsten Nacht oder so kommen. Da hinten sind Spinnen. Cool wäre ja, wenn hier noch ein paar mehr Schweinchenhäuser wären. Hier noch ein bisschen. Oder ich hau mal so ein Schwein. Ne? Es gibt auch Fleisch. Pigskin und so weiter. Jupp. 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 So, zack. Hallo. Na, mein Schweinchen. Na, du kleines Schweinchen. Lauf doch nicht weg. So, erstmal hier jede Menge Steinzeug gesammelt. Ich war mich erst erschrocken. Oh nein. Wieso ist der denn aggro? Wieso ist der aggro? Geh weg von mir. Wieso ist der aggro? Weiß das einer? Ich dachte, die wäre nicht aggro. Scheiße. Okay. Die Steine hätte ich aber hier gerne noch. Gut. Gut, 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 gut. Gut, dann wir das. Und das. Und das. War gut Schaden gemacht, der Sack. Ein Schweinchen hier nur? Hat er irgendwie hier ein Nest oder so? Oh ja. Oh, und hier geht's zur nächsten Insel. Mal auf die Karte schauen.
Okay, gucken wir mal kurz. Bisschen erforschen hier. Nicht mal die ganze Insel abgeklappert, aber schon mal gleich weitergehen. Nahrung haben wir noch. Oh, das ist eine lange Strecke hier. Wie war das nochmal? Steuerung H? Nee. Steuerung P? Oh, witzig. Tschüss. Dafür sehe ich auf jeden Fall schon mal einen Sumpf. Sumpf. Den mag ich nicht. Und was ist das hier für eine mega lange Strecke? Okay. Die Kreuzung. Aha. Kommen wir hier etwa wieder auf die Anfangsinsel? Das wäre lustig. Dann hätten wir eine super Kreuzung. Ja, sieht aber nicht so aus. Ich glaube, das wird eher eine andere Insel. Ja, wie gefällt es denn bisher euch, dieses Spiel? Habt ihr es selbst schon mal gespielt oder nur durch YouTube-Let's Player oder so angesehen? Also ich finde es eigentlich ziemlich interessant, dadurch, dass man halt hier, wie bei Minecraft, eben kein direktes Ziel hat. Aber viele Möglichkeiten besitzt. Oh oh. Was ist das hier für eine Insel? Hier wird's grün. Ich höre Schweine. Juhu, ein richtiges Schweinchendorf. Mit dem Schweinchenkönig. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Who are you? No, who are you? That's the question. Who are you? Vielleicht kann ich mal ein Seed geben. Nee, so ein Scheiß esse ich nicht. Okay. Hier hinten könnten wir auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ich schau mal hier oben, ob wir vielleicht sogar auf unsere Insel zurückkommen. Ugly Monkey Man. Ja. Sagt das Schwein. Okay. Es wird bald Nacht und ich habe das Gefühl, so gut ist, wenn wir hier herumlatschen. Wir könnten natürlich in die Nähe der Schweine. Also auf jeden Fall merken, auf dieser Insel haben wir hier mehr Schweinchen. Haha, also mehrere Schweinchens. Und auf der anderen haben wir auf jeden Fall Steine. Das ist schon mal wichtig. Kann ich hier eigentlich Notizen machen? Nö, das geht nicht, aber das sieht man ja. Hier jede Menge Steine, da auch eine Dings. Vielleicht schaffen wir es sogar noch vor Sonnenuntergang, uns wieder dazu der kleinen Dings zu begeben. Na, zu unserer kleinen Mini-Basis zwischendurch. Und dass ich dann, ja, ich weiß, es wird leider spät. Dass wir dann da vielleicht uns in Sicherheit begeben können. Also hier drauf, glaube ich, passiert nichts. Eventuell müsste ich eine Fackel machen. Essen wird langsam schlecht. I think it was starting to turn, ja. Also gelb ist nicht so gut, alles klar. Eventuell schon mal hier auf die Fackel gehen. Die Fackel kann man ganz gut immer an- und ausmachen. Damit schafft man es mit einer Fackel durch die ganze Nacht durch. Vielleicht schaffe ich es auch so noch. Karte. Oh, Forest. No! Du schaffst es! Geh weg von mir! Wir haben es überlebt. Ja. Yeah. Monsterfleisch. Das wird unseren Freund hier anlocken gleich. Wenn es Tag wird. Und ich werde jetzt einfach mal hier noch ein paar Bäume umchoppen. Ein paar Bäume umchoppen. So, das verbraucht gleich viel weniger Prozent. Die hält wesentlich länger. Ich sollte vielleicht als nächstes die
goldene Spitzhacke erlernen. Geht aber jetzt hier noch nicht. Und ich denke, wir machen gleich, wenn es Tag ist, erstmal wieder einen Cut. Und meine Frage jetzt zum Schluss noch. Was haltet ihr von den 15-Minuten-Folgen? Findet ihr das okay, wenn es immer zwei Tage sind, die wir aufnehmen? Oder denkt ihr, oh, da passiert ja gar nichts in der Zeit? Obwohl, es ist halt ziemlich schwierig, ne? Also wenn ich dann hier eine halbe Stunde oder so Aufnahmen mache, könnte man, muss man aber nicht. Ich denke, für mich persönlich ist es angenehmer, hier 15-Minuten-Folgen zu machen. Und wenn ihr anderer Meinung seid und das auch irgendwie interessant begründen könntet, dann schreibt es auch einfach mal in die Kommentare. Und ich sage mal, dass wir gleich hier Tschüssikowski sagen können. Ich laufe noch eine Runde ums Feuer und hoffe, dass es gleich Tag wird. Und werde dann die Aufnahme hier beenden. Als nächstes werden wir uns wohl nochmal auf der... Ja, ich weiß gar nicht. Schwierige Sache, sich zu entscheiden, was man als nächstes macht. Ich werde mir Gedanken machen. Ihr könnt mir auch gerne weitere Tipps in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann, euer Otaldo. Tschüssi.